Kämen Sie im Supermarkt auf so eine Idee, einen Schokoriegel in die Tasche stecken, obwohl der Verkäufer direkt neben Ihnen steht? Nein? Im Internet sieht das vielleicht schon anders aus. Klar, Sie gehören nicht zu diesen Raubkopierern ohne Unrechtsbewusstsein, oder? Fest steht, für Kids und viele Erwachsene sind Internettauschbörsen so etwas wie ein Selbstbedienungsladen ohne Kasse. Hits und Kinofilme gibt es hier im Überfluss. Das Motto lautet, all you can download. Was soll schon passieren? Im Zweifel sehr viel. Was kaum einer weiß, Tauschbörsen sind besser überwacht als Supermärkte. Spezialisierte Firmen scannen jeden Download und Anwälte stellen dann per Gerichtsbeschluss fest, wem der jeweilige Internetanschluss gehört. Und dann freuen sie sich schon mal auf die Abmahnung. Einige hundert Euro soll jedes Lied und jeder Film kosten. Dazu kommen enorme Honorare. Wir Anwälte wollen schließlich auch leben. Muss ich das eigentlich zahlen? Und wenn ja, wie viel? Die Rechtslage. Mehr als die IP-Adresse des genutzten Computers können die Abmahnfirmen nicht ermitteln. Diese IP-Adresse ist allerdings nichts anderes als das Nummernschild am Auto. Es lässt sich nur feststellen, wer den Anschluss angemeldet hat. Wer sich tatsächlich in einer Tauschbörse bedient hat, aber nicht. Ähnlich wie im Straßenverkehr gibt es auch im Web keine Halterhaftung. Das haben die Gerichte längst klargestellt. Wenn der Downloader nicht dingfest gemacht werden kann, müssen Sie als Anschlussinhaber nicht für den tatsächlichen oder vermeintlichen Schaden gerade stehen. Wer wirklich auf den Download-Link geklickt hat, kann nur ermittelt werden, wenn jemand den Übeltäter beim Namen nennt. Niemand aber muss Wachposten um seinen Rechner postieren oder seinen Kindern beim Surfen ständig über die Schulter schauen. Dennoch drohen Konsequenzen. Unterlassungserklärung. Um eine Unterlassungserklärung kommt auch der Anschlussinhaber nicht herum. Nun muss er zukünftig auf jeden Fall dafür sorgen, dass es nicht mehr zu Urheberrechtsverletzungen über seinen Anschluss kommt. Sein WLAN muss gesichert sein. Kosten. Der Gesetzgeber hat hier ein Machtwort gesprochen. Maximal 100 Euro soll eine Tauschbörsenabmahnung kosten. Vorsicht, es gibt ein Schlupfloch. Bei aktuellen Filmen und Hits unterstellen viele Gerichte gewerbsmäßiges Handeln und lassen die 100-Euro-Grenze nicht gelten. So läuft das Gesetz ins Leere und die Abmahner verlangen weiterhin horrende Summen. Fazit: Wer sich nicht einschüchtern lässt, kann mit einem blauen Auge aus der Sache herauskommen. Nur der tatsächliche Raubkopierer kann belangt werden. Wenn Sie es nicht waren und auch niemand herausfinden kann, wer sich wirklich in einer Tauschbörse bedient hat, können Sie die Zahlungen verweigern. Es genügt die Unterlassungserklärung. Eines sollte man allerdings nie machen: Auf eine Abmahnung gar nicht reagieren. Denn das kann richtig teuer werden.